Ja, hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter zum neuen Video. Ja, und heute bin ich mal im Sinne des Motorradfahrens unterwegs. Auch wenn es gerade ein bisschen tröpfelt, das hört gleich wieder auf. Was heißt im Sinne des Motorradfahrens? Und zwar, der Deutsche Bundesrat hat die Bundesregierung beauftragt zu prüfen, ob es nicht erleichtert werden kann, am Wochenende Strecken zu sperren, einfachere Streckensperrungen zu machen. Und da gehen wir doch heute mal so ein bisschen auf den Platz, also nicht auf die Straße, sondern auf den Platz. Und zwar, es findet in Düsseldorf auf dem Messeparkplatz eine Demo dagegen statt. Und ich bin mal gespannt, wie das da so ist. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit, zeige euch mal so ein bisschen Impressionen dazu. Und da will ich euch mal so ein bisschen mitnehmen und mal so ein bisschen Impressionen zeigen dazu. Wie gesagt, der Regenschauer geht gleich wieder weg. Jetzt nur so ein kurzes Schauerchen, was man hier durchzieht. Das hat mir auf jeden Fall das Regen da so geflüstert. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht noch schlimmer, weil ich habe heute keine Regenkombi dabei. Und es soll noch mal ein Test für den Lenker sein bei mir. Aber wie gesagt, ich dürfte ja gleich wieder trocken werden. Also sehe ich das Ganze nicht so als schlimm an, dass das gerade ein bisschen tröpfelt. Gut, ja, das soweit zur Vorstellung. Ich melde mich wieder, wenn ich da bin. Ich habe jetzt ein bisschen Anfahrtweg dahin. 40 Minuten Landstraße ungefähr. Und dann sage ich mal bis später. Gespannt, wo wir hin müssen. Okay, sind wir schon mal falsch rumgefahren. Richtig viel Polizei hier unterwegs, ja, ist doch klar. Ist doch klar, dass es so ist. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Mhm. Richtig was am Start hier. Mal, wo wir hin müssen. Ah, hier ist richtig was los, ey.
kam ja so klar, dass hier so viele am Start sind. Ja, wo könnte der stehen, ey? Alter Schwede, ey. Und das alles nur für einen guten Zweck. Das ist mal echt krass. So viele Bikes. So, ich brech wieder auf. War mal eine schöne Stunde, mal schön Stunde zeigen, was da ist, was man hat. Wenn jemand dazu steht, weil ich will weiter ein Moped fahren. Meins ist legal von der Lautstärke her, sogar durch die Cobra noch leiser als Serie. Und deswegen, ne, haben wir einmal hier ein bisschen Stellung bezogen dazu. Einfach mal so gezeigt, dass es uns auch gibt. Das ist jetzt hier wie Großausfahrt, ne? Große Motorradgruppenausfahrt. Wobei von so Großmotorradgruppen, ich mag das ja nicht so. Na? Mach mal Großausfahrt heute! Was? Mach mal Großausfahrt heute! Ja. Hast du mal deine ganzen Kumpels alle mitgebracht? Sind alle wegen dir hier? Na dann, komm gut heim! Kommen Sie gut nach Hause! Bis die Tage mal! Jetzt wird einmal schön die Straße blockiert hier. Ja, so muss das. Mal so ein bisschen zeigen, dass es auch Mopedfahrer gibt in Deutschland, ne? Verkehrschaos hier, das gehört jetzt ein bisschen dazu.
Das muss so. Eine gute Demo muss eins auffallen, ne? Alter, muss das sein? Da habe ich mich schön in die Gruppe reingedrängt. Oh, cool. Nicht schlecht! Damit fällt man auf, ne? Wie gesagt, das gehört alles dazu, was hier gerade abgeht. Das muss so. So ein bisschen zeigen, wer man ist. Eine gute Demo muss eins, die muss so ein bisschen wehtun, ne? Sonst ich wäre ja keine Dings. So ist das richtig hier. Oh, jetzt geht's ab, ey. Alter Schwede, ey. Scheiße, ey. Da musst du so laut sein. Leck mich fett, ey. Ja, wegen solchen, ne? Meint, die fahren sich auch ein Zeug zusammen, ey. Guck mal, noch eine Z900 und noch eine coole Sache. So, das war's jetzt soweit. Ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen zeigen, was es da so gibt und wie es da so ist auf so einer Demo. Also du stehst halt rum, da sind ein paar Redner und so weiter und du zeigst halt einfach, dass du Masse bist. Ich fand, es war sehr gesittet, es hat keiner Motor aufholen lassen, die waren alle ganz normal. Man hat mal gezeigt, wie gesagt, dass es auch ganz viele Normale gibt, die davon betroffen sind. Ja, dann wie gesagt, ich
wollte euch mal so ein bisschen vor Impressionen zeigen. Ich hoffe, die Politik hat sich das jetzt alles mal angenommen und hat gemerkt, oh, guck mal, da sind auch Wähler. Und reagiert entsprechend. Es gibt noch Petitionen, guckt sie euch an. Gebt eure Stimme ab, wenn ihr wollt, wenn ihr damit einverstanden seid, was die Petition will. Und so kann man sich politisch engagieren, auch als Motorradfahrer. Danke ich soweit fürs Zusehen. Lasst ein Like da, schreibt mal so ein bisschen eure Meinung vielleicht darunter. Vielleicht kann man ja so ein bisschen darüber diskutieren. Wie gesagt, Flagge zeigen hier, man ist da, die Petition. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Danke, ich bin raus. Ciao, ciao.